Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire und ich bin ja gerade in Urlaub. Das ist also eine Vorproduktion, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man es produzieren nennen kann. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg von Jakarta nach Surabaya sein. Und das werdet ihr wahrscheinlich dann, wenn ihr mir auf Red Dog Vlog folgt, wahrscheinlich dann auch demnächst sehen. Aber wir wollen jetzt erstmal zwei Runden BR Ranking spielen. Eine habe ich gerade schon gespielt, auch aufgenommen. Und jetzt kommt die zweite. Hab nur vergessen, gerade vorhin aufzunehmen. Also, dann viel Spaß. Die erste Runde. Warte, wo muss ich landen? Da hinten. Oh, ob ich das schaffe. Dann mal schauen, wie viele Leute dahin wollen auf dieser Insel. Mal ein bisschen näher ran. 500. Okay. 530. Weil er so weit oben ist. Ah, ich kann auch mit der Seilbahn rüberfahren. Let's go! Und dann fahren wir mit der Seilbahn zurück. Merken, wo die ist. Ich denke mal, das sollte unten so der Bootssteg sein. Bleibt dann nicht hängen. Okay. Ach. Es geht viel zu schnell. Ich habe doch hier noch nicht mal alles eingesammelt, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Noch mal schauen. Oh, da. Die wechseln wir. F. Und wieder. Zurück. Ich glaube, ich bin ein bisschen besoffen hier. Scharfschützen, ja, okay, ich habe jetzt was habe ich? Eine Scar, glaube ich. Scar kann man auch gut gebrauchen. Schneller hochgehen, ob ich da noch was kriege. Eine AK. Habe ich hier noch die 17:30. Ach Mist, da ist schon die Wand.
Ups, bisschen tief gefallen. Und zurück. Schau mal, ist das eine Scar, die ich habe? Ach, ich kann gar nicht nachschauen jetzt. Ne? Na, damit nicht. Jetzt kann ich nachschauen. Scar? Ja, eine Scar. Schmeiß mal ein paar Sachen hier raus, die ich nicht mehr brauche. Okay. Und weiter geht's. Ah, hier laufen wir erstmal mit der Scar rum. Da ist die nächste Seilbahn. Ich erstmal hier oben die paar Steine abklappern. Ich habe 6 schon gehabt. Okay. Wird gemacht. Obwohl. Nee, brauche ich nichts von. Jo. Was habe ich noch alles Schönes hier? Scharfschützen? Nee, Schrotflinte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hier ist nichts mehr. Da muss das andere Haus abklappern. Oder Ruine. Ah, da ist auch nichts drin. 2 Granaten. Können wir da oben nochmal hochgehen? Das schaffen wir auch noch locker. Oh ja, Reparaturset. Oh. Die Waffe mag ich nicht so. Die versperrt mir die Sicht. So, der halbe Weg ist schon geschafft. Boah, wie viel Schuss brauche ich denn mit der Scar? Ich dachte, die wäre besser. Noch ein Reparaturset. Na. Schon viele brauche ich doch nicht, oder? Da kommt die Wand, die Wand. Okay. So. Falscher Knopf, schon wieder. Immer das Gleiche. Ich komme einfach nicht mit der Tastatur zurecht. Ich sollte mir, glaube ich, die Knöpfe ringsherum alle rausholen. Wie weit weg ist denn das? Double kill. Das war 20.000 Mal in der Luft geschossen. Okay, dann nehmen wir die Kiste auch noch mit. Was hat der für ein Gewehr gehabt? Oh, warte mal, wir tauschen die Scar mit. Ah ne, machen wir nicht. Boah, das wird eng. Ist alles so weit weg.
Triple kill. Wollt ihr da rüber springen? Also, dominating. Ich weiß nicht, mit der Skar bin ich nicht so zufrieden. Habe ich denn hier drin? Eine Farmers. Auch nicht so. Bison, Nahkampfwaffe. Aber Surfboard fahren? Drei Leute leben noch. Hinten ist einer. Warte mal, wie war das? So war das. Oh, der eine ist down. Unstoppable. Yeah. So einfach. Gut, dann bis. Erstmal schauen, wie viele Punkte noch fehlen. Heute wird es nichts mehr. Dann bis gleich. Ich bin in der Rankingliste bald wieder auf Platz 1, so wie in letzter Zeit nur noch. Da bin ich mal gespannt, was für Leute hier spielen. Also ich muss gleich nach rechts abspringen, da brauche ich keinen Punkt setzen. Da sieht man es auch schon. Um die guten Loot zu holen. Oh. Also es könnte sein, dass hier ein bisschen gekämpft wird. Gleich am Anfang. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Weil dann ist man noch nicht mal richtig ausgerüstet und dann kommen schon die ersten Leute dann und erschießen ein. Mache ich genau das gleiche. Ach, das war gar kein offenes Fenster. Meine Maus geht ein bisschen schwer. An, aus, ja, ist besser. Okay, was haben wir hier? Das scheint auf dem Rücken eine M14 zu sein und das andere ist eine, na, wie heißen die? Ich komme nicht drauf. M14. M24 Scharfschützengewehr. Ach so.
Und eine M4. Okay. Ich glaube, die kann man lassen. Hab mit denen noch nicht so viel geschossen, gespielt. Aber ich brauche einen Rucksack. Probieren wir mal aus. Kann ja nicht schaden. Probiert mal das aus, mal das. Hier ist gar nichts rum. Warum schickt er mich da hoch? Ich brauche einen Rucksack. Ein anderer Spieler ist hier drin oder NPC. Da ist ein Rucksack. Juhu! Level 2er Rucksack war es, glaube ich. Ich habe noch keine Level 2 Rucksack, ja. Ich habe ja noch gar keine Weste. Spieler gewesen. War kein NPC. Also ein bisschen aufpassen. Noch kein Level 3er Rucksack. Ach Mensch, da wieder was hat einer geschossen. Das ist mein Lieblingsnahkampfwaffe. Ich probiere jetzt mal lieber einen aus. So, das sind zwei NPCs. Bestimmt. Ach, Rüstung. Na gut. Jupp, Rucksack 3. Perfekt. Jetzt bin ich super ausgestattet. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen EP-Leiste. Komm, wir machen auch eine Quest. Vielleicht gibt es noch mal mehr Punkte, damit ich schneller aufsteige. Quest. Da hinten muss ich. Okay. Ach, Mensch, bleib doch mal stehen. Genau. Genau. Kopfschuss. Juhu. Nachladen, Waffe wechseln. Oh. Triple kill. Schnell nachladen. Zack. Mündungsfeuer, auch gut. Treffergenauigkeit erhöht. Oh, das Reparaturset holen wir uns auch gleich. Erstmal machen wir die Quest, holen das da hinten ab. Quest fertig. Aber bei der Quest kriegt man meistens immer so Granaten.
Aber mit den neuen Patches ist das ein bisschen scheiße geworden mit den Granaten. Ich muss das nochmal irgendwie probieren, anders einzustellen. Weil immer wenn ich jetzt eine Granate aufhabe. Wenn ich jetzt eine Granate in der Hand habe, ich kann es gleich mal zeigen, dann habe ich oben rechts einen Tab. Obwohl, warte mal, ich kann das durch auch mit. Was ist das? Eine 8? Mit 8 wieder zurückgängig machen. Warte mal, ich probiere es mal aus. Stecken uns hier so. Granate war die 6. Und ich probiere mal auf 8 zu drücken. Ne, geht nicht. Da muss ich immer meine Maus freisetzen und einmal darauf drücken. Und das ist ein bisschen scheiße. Finde ich zumindest. Manche Leute können das ja so auswendig, die Tastatur, und klicken so einfach drauf. Das schaffe ich einfach nicht. Schon ein paar Mal probiert. Oh. Okay, stehen geblieben die Wand. Ist gut. MP5. Ich probiere es immer ein bisschen ruhiger zu gehen hier, die Runden. Ich probiere immer da hinten zu stehen, wo die Wand ist. Weil wenn ich immer im Vorfeld laufe. Das war ein Spieler. Das war auf jeden Fall ein Spieler. Weil wenn ich da immer gleich in der Mitte hinlaufe, dann kann ich meistens von allen Seiten beschossen werden und wenn ich mal hinten an der Wand bleibe, nur von vorne. Ach, der Typ hat hier eine Wand hingeschmissen. Er wollte eine Wand zwischen uns schmeißen. Hat er nicht geschafft. Ich war so nah dran. Habe ich noch mal Glück gehabt? Okay. Ganze Haus dann gleich drin oder nicht? Okay, Wand steht. Dominating. Nachladen. Acht Leute gibt's noch. Hier ist keiner drin, wie es aussieht. Unstoppable. Liegt der nächste. Da Rampage. liegt der nächste. Ja, war ja klar. Ach, scheiße. Was? 5? Schnell reparieren.
spree. Noch einer. Jawohl. Bam. Nicey, geicy. So, das müsste aber sehr viele Punkte diesmal geben. Ich habe eine Quest gemacht. Ne. Immer so 26, 28 Punkte für einen Sieg. Ja, das erste Mal, wenn das Spiel gibt, es immer noch mehr Punkte. Da muss 20 Punkte extra. Aber sonst immer nur so 26 Punkte. Also ich muss noch zwei Runden spielen. Dann bin ich in der nächsten Stufe. Also heroisch. 4 Sterne. Gut. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.